Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, begrüße euch zu einem neuen Pilzefilm. Ja, ich bin wieder im Walde. Ihr seht, habe ich einen Helm auf. Das ist, weil ich mit dem Roller mal unterwegs bin. Ja, es ist jetzt Anfang September und es müsste an für sich was am Knallen sein, Sachen Pilzen. Ja, dann wünschen wir uns mal Trüff Trüff. Dann turne ich mal los. Der Trüffelhund ist auch dabei, den habe ich im Rucksack, der ist das gewöhnt, kein Problem. Ja, hier steht schon ein Steinpilz. Habe schon ziemlich angefressen und ich will nicht mehr verwerten, ich lasse ihn hier. Und hier kommen Kremplinge aus dem Boden. Hier mitten auf dem Weg wachsen schneeweiße Pilze. Wollen wir mal einen pflücken. Ah ja, eine Ritterlingsart. Mal dran riechen. Nee. Also modderig, mehlig. Nee, ist nix. So Leute, hier haben wir schon mal das erste, was wir mitnehmen können. Marönchen. Mitbewohner, Ja, immer wieder kommt es zu Diskussionen, ob man die Pilze abschneiden soll oder rausdrehen soll. Im Endeffekt ist das den Pilzen egal. Wenn Schnecken kommen, ihn abfressen oder man ihn abschneidet, der Stumpf verfault, dreht man ihn vorsichtig raus und macht ihn zu, ist das so, als wenn ein Wildschwein kommt und ihn ausreißt. Es ist dem Pilz letztendlich egal. Also entnehmen wir mal so und dem Pilz wird es egal sein. Und den Befürwortern der anderen Lehre machen wir es so. Ja, ist wirklich verrückt in diesem Jahr. Während man oben auf den Bergen überhaupt keine Pilze findet, sind hier unten quasi in den Tälern ziemlich stark vertreten. Ich sehe so viele Arten auf einen Haufen, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, man muss herunter gucken, sehe ich schon ein paar Kremplinge, ein paar Täublinge. Wenn ich hier hinten gucke, stehen wieder diese weißen Trichterlinge mit mir am Weg. Ja, und hier sogar ein stattlicher Schopftintling. Der ist aber schon am Austinten, den werde ich hier lassen. Auch hier Schopftintlinge, ein Junger dabei, aber ich weiß nicht, wie lange ich im Wald bleiben will. Lass ich auch stehen. Hier finden wir auch das klebrige Hörnchen hier unten im Tal. Ein sicherer Indikator, dass es Pilze gibt. Na dann such den Trüffel, komm. Ein rehbrauner Scheidenstreifling. Ziemlich angefressen. Nochmal ein rehbrauner Scheidenstreifling. Scheidenstreiflinge erkennt man immer hier an der seitlichen Riefung des Hutes. Ist ein sicheres Indiz dafür. Der rehbraune Scheidenstreifling wie dieser hier gilt allerdings als nicht so gut verträglich. Deshalb lasse ich den auch im Berg. Schon erhaben, so ein Hochwald. Ah, eine Stinkmorchel. Ja, hier ist ein Täubling. Schau mal, was das für einer ist. Schmeckt der mild, kann man ihn mitnehmen und ins Essen schnibbeln. Hier auf einem Baumstoken wachsen auch ein paar kleine Pilze, aber die entziehen sich auch meiner Kenntnis. Ich werde mal für die Mykologen unter euch mal einen pflücken.
Ich denke mal irgend so ein Rübling oder sowas. Lass dich los, Trüffel, und lass dich los! Hä? Lass dich los, Trüffel! Hä? Mitten auf dem Weg wachsen Fichtenblutreizker. Ja Leute, so sieht der Fichtenblutreizker im Anschnitt aus. Und das ist eine Faustregel, die wirklich überall gilt. Pilze, die also rotes Blut oder rosa Blut haben, da gibt es keine giftigen drunter. Ja Leute, hier steht eine riesige Eiche. Und oh, was sind denn das für gelbe Pilze? Das werden doch wohl nicht Pfifferlinge sein. Hier nochmal eine schöne Gruppe Pfifferlinge. Ja, hier wächst wieder einmal Röhnchen. Ach, mir aus der Hand gefallen. Ja, gehe ich hier auch mal durch den Wald und was finde ich da? Ja. Pfifferlinge. Auch hier wieder eine Gruppe klebriger Hörnchen. Und wie ich merke, haben die mal wieder recht, die klebrigen Hörnchen. Auch hier ein netter Cluster Pfifferlinge. Aber da waren schon eine Wildschweine dran. Das ist richtig schön, wenn so die Sonne durch den Septemberwald bricht, nicht? Hier haben wir einen Blick ins Volmetal. Wunderschön. Ja, hier wächst eine Gruppe falsche Pfifferlinge. Man sieht das schön, ich pflück mal ein. Ja, so sieht er aus. Unten so orange-rot, so fuchsig. Und oben auch so. Aber wie gesagt, die Kameras verfälschen gerne die Farbe. So, kann man schön sehen. Hier steht eine Gruppe, guck mal nach, sieht aus, als sind es Haarschleierlinge. Genau, es sind Haarschleierlinge. Violette Haarschleierlinge. Die sind nicht so zu empfehlen. Noch ein schmackhaftes Marönchen. Ja, mit Bewohner. Und hier in den kleinen Tannen wieder ein paar Pfifferlinge. Und zwar die amethystfarben beschuppten. Na, wie ist es hier zum Wolf? Oh ja. Ja, noch eine Bereicherung für meine Pilzpfanne. Ein Täubling. Ich werde ihn gleich mal probieren. Aber denke, der ist gut. Ja, Leute. Da es jetzt wieder so angefangen hat zu regnen, ist jetzt erstmal Feierabend und ich habe ein paar Pilze gefunden. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Film und seid demnächst wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Trüff, Trüff mit Charlie, ab in die Pilze. Bye, bye.